Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never mit mir, dem Nico und wir fackeln nicht lang, wir gehen gleich auf den Server, der wo am meisten Leute drauf sind und hoffen auf Party und hoffen darauf, dass ich nicht gleich sterbe am Anfang. Und ich guck mal gleich nach, was ich persönlich immer mache. Oh, hammergeil. Links sieht man schon, dass das Spiel hart geil leckt. Baum, RA, CV. CV kenne ich, das ist sehr gefährlich. DE. Ops. Nee, da ist der Server mir echt nicht so gerade wohlgesonnen. Na, nehmen wir halt einen anderen. Ich zeige euch mal auch ein wenig Vorbereitung, so weißt du, so wie man auf die Server drauf geht, mit welchen Gedanken. Und ich dachte, ich hatte vorhin einen Server gesehen, auf dem 40 Leute drauf sind. Ja. Ich muss eh noch ein paar von Stalkers töten. Ich bin mal wieder hier am Start, um ein wenig, ja, wie soll ich sagen, Leute abzufacken. KD 4T. Niemand PL, ja gut, niemand, der wirklich mir direkt gefährlich kommen würde. Okay. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann gehe ich mal ins Gebiet zum Claim. Es hat diesen einen einzigen Grund, wieso ich das mache. Warte, gut, ich mache das lieber erstmal. Zack. Ja, so stelle ich mir die Sachen immer auf. Attack will happen. Claimed by Stalker. So, wichtige Frage ist jetzt, sinkt es oder sinkt es nicht? 47, sinkt. Gut, das heißt, hier ist kein Schwein. Außer es sind andere Leute von Sota da, aber bezweifle ich. Eine Can-Gun. Wurde gelootet. Wurde auch gelootet. Das heißt, hier ist jemand gewesen. Ich brauche nicht allzu lange Zeit. Oh, wettlich machen wir wieder megamäßig Stress. Und hier ist keiner. Wirklich doch kein... Never ist halt so, weißt du, man konzentriert sich da bis zum geht nicht mehr. Für den Arsch. Nix. Alles gelootet. Da war jemand gründlich. Only time would... Naja. Gleiten wir eine Runde. Ich muss sagen, ich habe bei diesen Kabeldingern jedes Mal Schiss, dass mir den Gleiter runterzieht. Also ich runterfalle. Und da ich... Wunderbar, da hinten steht er. Ah, da hinten steht er. Ja, kannst dich gleich verpissen gehen. Na? Ja, Mann, mal gleich Spaß hier. So habe ich es mir vorgestellt.
Ja, wie der sich gleich verpisst, Alter, weißt du? Ja, geh weg. Kacknoob, ey. Schade, hätte ich meinen Sniper gehabt, hätte ich den jetzt noch weggeholt. Aber naja, er hat zuerst geschossen, also genau, da fliege ich ja erstmal auf ihn. Und ihr seht die Hitbox, also der hat mich vielleicht, der hat nämlich, eigentlich hätte er mich getötet, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich hätte er mich getötet. Nur, ich sag mal, Hitbox win und ich habe keinen einzigen Schaden gekriegt. Was auch so ein Vorteil ist, weißt du, wenn du dich hinlegst, kriegst du einfach keinen Schaden. Da können Leute neben dir stehen, wenn sie nicht liegen neben dir und dir wirklich in den Kopf ballern, kriegst du nichts ab. Oder fast nichts. Weil man auf die linke Brust zielen muss, um Schaden zu machen. Und runter auf die Eier runter, da triffst du, da machst du Damage, aber sonst null. Überhaupt nichts, null, gar nichts. Kannst du vollkommen vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe mit der Hip. Ich glaube schon, gerade letzte Folge schon, dass die einfach ein Scheißdreck geworden ist. Dass die wirklich da. Das haben sie wirklich in Never verkackt. Sie hätten irgendwie was machen können, dass die Hitbox vielleicht mit halb, mit 50% bei irgendwas ist oder sowas, aber nicht null. Weißt du, ich hab, wenn man einem Kopf einen Headshot gibt, ne? Wenn man einem einen richtig schönen Headshot gibt mit der Sniper, dann kriegt der Typ nicht mal eine Anzeige, dass er eine Kugel abgekriegt hat. Du kriegst nicht mal irgendwie einen Hitmarker. Oder wie das heißt. Also, da hast du nicht mal irgendwie. Du hast nicht mal das Gefühl, getroffen zu haben. Oder getroffen zu werden, eher getroffen zu werden. Da ist mal hier stehen, weißt du, wenn der Typ nochmal kommt. Er hat, glaube ich, auch noch Mag DR gehabt, aber es ist mir scheißegal. Den baller ich über den Haufen. Ist halt blöd, ne? Ich würd ja gerne snipern, aber da ich weiß, dass ich mit dem Sniper niemanden treffen würde. Ah, oh, CV ist hier. Wollte mich verarschen. Na? Ja, CV, CV, CV. Fünf Leute von denen. Geil ist ja, wenn die hier drauf sind, kann ich gleich runtergehen. Gegen die kommst du nicht an. Da sage sogar die von meinem Clan, dass wir da, wenn einer oder zwei von denen drauf sind, dann gucken wir, wer das ist und dann gehen wir, dann steigen wir da gar nicht mit ein, überhaupt ansatzweise mit denen in den Kampf zu gehen. Ja. Ich glaube, der eine Typ, der hat sich verkrochen. Die Spieler sind drauf, 47. Dann würde ich sagen, die sind drüber gewechselt, weißt du? Da die halt solche, ich sag mal, Pros oder Fucker sind, dazu noch halt in der Fünfergruppe, ist klar, dass die auf den Server gehen mit vielen Leuten. Da muss ich sagen, da ich jetzt noch leider alleine bin, verpisse ich mich lieber auf den Server mit Anführungsstrichen weniger Leuten, die gut sind halt einfach. Obwohl ich das natürlich nicht wissen kann, denn es kann immer ziemlich gute Leute drauf sein. Das weiß man halt nie. So was heißt man erst, wenn man gestorben ist. Aber ich muss sagen, weißt du, CS da, hier einer da, Yktis, KD, Bullshit, der war vorhin drauf, der hat einen gekillt. Das ist eine Gruppe, das ist eine Gruppe. Da CV, der ist alleine jetzt. Oder zwei Leute, ja komm, das ist mir jetzt egal. Zwei Leute sind besser als, ist mir lieber, als, eine ganze Gruppe zu haben, die einen abfacken könnte. So. Zack. Zack. Ach so, ich hätte mir mal einen zweiten Doktors, zwei oder drei Doktorbacks noch holen sollen. Fällt mir gerade auf. Da, ich laufe drüber. Ich laufe zu RSZ. Ich muss sagen, meine beliebtesten Spots, also meine Favoriten-Spots sind wirklich LSZ Richtung Museum und Trainyard mit Silo. Bei Riverside, da chill ich rum, wenn ich in der Nähe spawn.
Aber sonst auch nicht. Ah, ich weiß doch, hier hat uns mal einer weggeholt. Oder mich hat mich einer weggeholt, mal als ich noch ein Nubi war. Der stand halt da oben, hat gesnipert, als die Sniper noch getroffen hat, hat mich zweimal weggeholt, dann war meine Sniper weg. Das war so einer der Wichser. Hier ist übrigens ein Waffenlager. Für alle, die es nicht kennen. Hier liegen einfach random alle Waffen rum. Ah, Baseballschläger, Schaufel. Ah, ist das Feuer. Ich dachte gerade, das wäre ein Schuss. Das dachte ich schon hier, ich müsste aufpassen. Aber, nee. Da oben ist keiner. Noch ist alles friedlich. Jawohl. Ich bin gerade einfach runtergefallen von irgendwas, wo ich nicht runterfallen hätte können. Nicht hätte runterfallen können. Ich muss sagen, es werden ziemlich viele Spieler getötet. Es liegt aber, glaube ich, sicher daran, dass einfach ziemlich viele Spieler auf dem Server sind. Denn, ja, desto mehr Spieler drauf sind, desto mehr Kills gibt's natürlich. Und desto mehr Leute gibt's auch, die dumm sterben. Und ich würde sagen, wir rennen jetzt aber mal dick zu LSZ durch. Ballern mal kurz Bromax rein. Kein Thema. Keiner hinter uns. Keiner hier. Alles safe, alles safe. Keiner hier unten. Crawler ist da hinten gewesen, habe ich gehört. Ist einfach alles gut. Eine Bromax reindrücken. Nichts los. Ihr seht, das Leben ist friedlich. In Never. Ne? Creature Mode is just a chance from Never. Keine Ahnung, was der meint. Was der damit meint. Ah, wieder. Deutsche. Ja, geil. Wette, der hat einen Scheiß abgekriegt. Ja, hängen jetzt beide wieder safe rum. Gegen sowas benutze ich, denke ich mal, lieber die TFC. Ja. Boah, so, die Message, muss ich sagen. Die Message ist so ein Dreck. Das ist so ein Scheißteil. Das ist wirklich wieder ein Teil, das mich an Never ankotzt. Kolossal ankotzt. Na, normale Gun. Da hinten ist ein besserer Spieler. Ich würde sagen, why you try kill me, Alter. Lern erstmal richtig schreiben, du Spacko. Na, das ist Pavel, das ist ein Problem. Kommt keiner mit, wa? Pavel, du Schisser. Ah, wieder einer, der sich Zeug gekauft hat.
Deck mal, Pavel, damit hast du verschissen, ne? Uiuiui. Ah, oh, eine Can-Gun. Territory Bonus. Ich glaube, das war einer... Leute, sorry. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie so... langen Moment nicht geredet. What the fuck, Alter? Ich habe gerade niemals gemerkt, weil ich bin never immer mega, mega still, muss ich sagen. Oh mein Gott. Ja, egal. Er wollte nur das Geld, die anderen... Wir haben jetzt 116. Player Level 26 läuft. Also ich muss sagen, weißt du, mit Zielen triffst du die Gegner einfach kein Stück. Außer mit der Sniper manchmal, wenn du Glück hast. Und irgendwie halbwegs korrekt zielst. Oh, da machen sie Party. Ah, oh, da gehe ich auch hin. Da gehe ich auch hin. Ah, dann holen wir uns noch ein wenig Muni. Uiui, das hat sich gedreht. Das hat sich schnell gedreht. Kein Thema. Wir haben ja noch genug. Ich will nicht wissen, wie viel Muni ich mir gesamt davon kaufen könnte. Ah, da sind zwei Stück. Einmal MagDR, zweimal MagDR, dreimal MagDR. Wer ist das hier? Noob Noob. Der hat eine Uzi. Ne, Lopez. Der hat eine MagDR. Boah, Alter. Also hier sind auch keine, nicht unbedingt Noobs drauf. Ah, das sind die CV-Leute. Ja, wunderbar. Wunderbar! Deshalb redet man von den CV-Leuten, zack, sind sie da mit einer MagDR. Da ist einer, der will mich. Der hat, glaube ich, eine Mach 9. Den knallen wir aber weg. Weil der mit der Mach 9 mehr zielen muss als wir. Kann uns eh nix. Naja, gut, er ist auch nicht hinterhergelaufen. Sehr geil. Will ja nichts sagen, ne? Was war das? Aha, Schüsse gehört? Waren schon meine eigenen. Ah. Stop. Und da ist Strück Kuratan. Okay, kill me. Oh, kill me, please. Ich müsste doch gleich aus dem Clan rausfliegen. Wie sieht's aus? Fast. Ah. Wer ist das? Nein, der von CV. R.A. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht, habe ich mehr oder weniger Schiss vor. Und einer, der kämpft sich jetzt da rein und wartet, dass die Leute rauskommen. Oder geht's auch, er geht auf den Highway Tower. Der da oben ist jetzt auch weg. Ja, da ist er. Ah. Smooth. Kackname. Kacklappen, Kackname. Ach, da hinten steht der. No, I'm newbie. Habe ich zwei Noobies getötet. Schüsse. Schüsse ziehen uns an.
nochmal schnell. Ich werd da nicht hochgehen. Ich werde auf keinen Fall hochgehen. Das ist mir slightly zu gefährlich. Der hat nämlich eine DR. Also auf dem Bus ist man unsafe. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob der da oben drauf ist. Oh, attack will happen. Also wenn es hier ist, dann kann ich euch schon mal sagen, mit Sicherheit werde ich sterben. Mit in Richtung 100%iger Sicherheit. Mal kurz safe machen. Der steht da hinten, okay. Jetzt würde ich gerne spotten, wo der steht. Der da einfach rüber rennt oder so. Aber ich weiß, er schießt mit einer DR. Ah. Ja, der hat auch eine Mag-DR. Boah, alle haben die Mag-DR, ey. Kotzt mich das an. Aber ich glaube, Mag-DR schießen jetzt heutzutage No-Scope ist, also ohne Zielen halt, ist besser als mit Zielen. Weil du dir dann sicher sein kannst, dass du die Gegner tötest. Da oben ist er, glaube ich, nicht. Da ist er. Der andere, der ist noch da oben. Na, der chillt jetzt da hinten, um irgendwelche Noobs wegzuholen. Bam, Kopfsprung. Das ist bestimmt... Kuratan. Wenn ich selbst unter einer Attack ist, dann ist der gleich weg. So, wie der steht, hat er null Chance. Son of Bitch. Hm? Da hat jemand gelernt. Ach, da steht er jetzt auch. Kannst ihn... Ich hab Skype vergessen zu muten. Ja, Mann! Ah, ne, das ist ein anderer. BDG Palofan. Der hat aber auch eine Wumme. You have lost territory. Ja, ist mir doch egal. Ich bin eh gewaltig mit dem Klein, wenn ich den und den getötet habe. Auch, dass der glaube stehen könnte. Aber ich glaube... Ah, was ist der für eine Waffe? Lopez. Die kriegt mich nicht. Der schon her. Boah, Alter, wenn jetzt hier... Boah, schreibt mich halt nicht an in Skype, wenn ich nicht antworte. Meine Fresse. Meine Fresse. Der ist jetzt abgehauen. Ich hab noch der hier und den hole ich weg ohne Probleme. Naja, bewegt sich gerade mir nicht viel, ne? Aber ich glaube sogar einer der besseren und sicheren Wege. Oh, da hinten ist einer. Boah, komm, Alter, ernsthaft. Ich gehe jetzt kurz Skype mit dem Handy muten, ne? Warte, kann ich gar nicht. Fuck! Ja! Dann tut's mir leider leid, Leute. Leider leid. Ja, Mann. Denn ich kann dieses Drecksgeräusch nicht wegmachen gerade. Denn in den nächsten paar Minuten kann es sein, dass die Safe Zone under attack ist. Ein paar Minuten, Sekunden, irgendwas in dem Bereich. Eigentlich, muss ich sagen, will ich dann bei dem Feuergefecht hier dabei sein.
glaube sogar, ich leg die Magde eher lieber rein mit der Muni. Wenn ich mir da nicht so ganz sicher bin. Ach, die sind alle weg jetzt. Ach, die sind alle weg. Ja, geil. Das finde ich ziemlich gut eigentlich. Gehen wir noch schnell Bromax kaufen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es jetzt, während ich gerade kaufe, an der Attack geht. Denn dann ballert mich einfach irgendeiner über, um den Haufen. Über den Haufen. Waffe, Nahkampfwaffe, Nahkampfwaffe. Ja, wenn was ist, dann würde ich auf jeden Fall direkt diesen, den Sota hier wegballern. Da ohne Widerrede. Ja, hab ich gesehen. Ist mir egal. Oh, da ist noch einer. Ne, hat normale Waffe. Hablas Español. Nein, ich spreche kein Spanisch. Bei der KD erhalten bleibt, überlege ich gerade echt, ob ich einfach nur so hier rumstehe und warte. Mich wundert's, dieser eine von gerade eben. Wie hieß der nochmal? Kro irgendwas. Ist der jetzt weg? Korotan ist noch da. Hat er sich irgendwohin versteckt? Drecksau. Achso, wir wollten die Magdea wegstecken. Obwohl ich mir da nicht sicher bin. Haben wir eine zweite? Komm, ist egal. Komm, können wir auch verlieren. Machen wir das einfach so. Ich gehe jetzt zu dem einen Typen, einfach der eine Waffe hat. Ich fuhr mir gerade am Mikro rum, ja. Man hat womöglich gehört. Nee, nicht der. Wo ist der denn? Hallo, Typ mit der Waffe. Ich habe mein Mikro gerade eben verschoben. Sorry. Kann sein, dass mich besser oder lauter oder irgendwas hört. Oh ja. Oh ja. Das gebe ich mir. Oder doch nicht. Haha, und er hat gleich gedacht. Genau das gleiche gedacht. Fühlst du dich mit deiner Lopez etwa nicht safe? Stehe ich gar nicht. Da, 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 da. Ich finde es aber lustig, wenn man so aufeinander rumspringt. Boah, der war außerhalb, der ist Safe Zone. Wow. Böse. BDG Palo fahren. Würde ich sagen, gehe ich immer da weg. Der hier ist gerade außerhalb der Safe Zone. Das sieht man. Ja, der wird gleich auch dem Schicksal ausgesetzt werden. Unser Kumpel da hinten war auch gerade außerhalb der Safe Zone, muss ich nur mal nebenbei hier erwähnen. Fischbacken. Was für Fischbacken? Beide safe. Wäre ja sowieso ein lustiges Feuergefecht werden, wenn die Safe Zone jetzt an der Attack ist. Dann will ich nicht wissen, ob ich den kill oder nicht. Wäre natürlich lustig, wenn er uns direkt wegballert, ne? Kann ich mir sogar vorstellen. Das war halt einfach klar, ne?
Komm, verreckt. Will dich. Oh, weg mit einem. Geht doch, Alter. Wie lange der gebraucht hat. Sniper sogar noch einer. Einer von CV Hammer. Hammer. Ich krieg dich aufs Maul. Ah, ich hab noch 200 Leben. Es wird auf einmal viel los hier. Komm. Boah, ich hab sie halt echt alle am Arsch hängen, wa? Alter, ja komm, der kam mit der Schrotze. Tja Leute, schade, schade, war gut gewollt, aber der hatte die bessere Waffe. Boah, TFC ist wohl doch echt viel besser als die Dinge in der Safe Zone. Ach, die kämpfen zusammen noch dazu. Ja gut, haben wir verkackt, schade. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheiß Skype, ey.